Cool, dann können wir anfangen. Willkommen zum 78. Netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Es gibt wieder einen Hashtag für heute Abend und zwar NPA078. Und falls jemand ungern gefilmt wird, kann er sich gerne hinter die Kameras dahin begeben, wenn die Fragerunde anfängt. Und das ist unser Programm für heute. Als erstes gibt es Benjamin Bergemann von der DigiGuest, der aktuell ist aus dem Verein, berichtet. Dann Tilman Klaus und eine Journalistin aus Brasilien, die über das Projekt Empowering Journalists in the Digital Field redet. Und danach Ivan Zasurski, der über the Digital Public Sphere in Russia and its Discontents redet. Und vielleicht schaffen wir es dann am Ende noch zu Dirk Engling, der redet über den 35. Chaos Communication Congress, also 35C3. Cool. Hallo. Guten Abend, auch von meiner Seite. Ich bin Benjamin Bergemann, im Vorstand bei der Digitalen Gesellschaft. Und ich will mich heute Abend, genau da steht schon, mit einer ganz speziellen Bitte an euch wenden. Und zwar möchte ich im Namen der Digitalen Gesellschaft um eure Spenden bitten. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, war das Jahr 2018 für die DigiGuess ein Jahr im Umbruch. Wir haben eine neue Geschäftsführerin gesucht, eine neue Geschäftsführung gesucht und mit Elke Steven auch gefunden. Wir hatten dann auch einen Umbruch beim politischen Referenten. Da haben wir jetzt auch eine neue politische Referentin gefunden, die ab Januar anfangen wird. Wir haben dann auch noch das Büro umgezogen, haben jetzt vor kurzem unsere bescheidenen neuen Räume in Berlin-Wedding bezogen. Wir hatten also eine ganze Menge Umbrüche und im Dezember, ungefähr vor einem Jahr, hatte ja auch der Vorstand gewechselt. Könnte ich also so ungefähr vorstellen, was bei uns los war. Und wir glauben, dass wir trotz dieser begrenzten Ressourcen, die wir eben hatten, durch diese strukturellen Umbrüche in 2018, doch noch eine ganze Menge erreichen konnten. Wir haben zum Beispiel das Informationsportal Deine Daten, Deine Rechte zur Datenschutzgrundverordnung gestartet, haben uns zu den wichtigsten netzpolitischen Themen dann doch irgendwie eingemischt, zum Beispiel zur Upload-Filter-Debatte, waren am Unteilbar-Bündnis beteiligt und haben nicht zuletzt diese netzpolitischen Abende gemacht. In 2019 wollen wir wieder stärker angreifen, uns wieder stärker einmischen und dann genau, mit einem neuen, vollbesetzten Büro uns auch wieder stärker ins tagespolitische Geschehen einmischen. Denn wir sind überzeugt, dass es die DigiGuess braucht in diesem Konzert der netzpolitischen Organisation. Es braucht einfach eine professionelle Lobby für digitale Grundrechte, für Bürgerrechte, die eben nicht erst tätig wird, wenn es zu spät ist. Und wir glauben weiterhin, dass es eine Organisation braucht wie die DigiGuess, die im Vorfeld tätig wird und nicht erst, wenn es zu spät ist und das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, wie viele Organisationen zum Ende des Jahres, bittet auch die Digitale Gesellschaft um eure Spenden. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Ihr könnt entweder Fördermitglieder werden, das heißt, dass ihr uns dauerhaft unterstützt und dann auch so einen kleinen Goodiebag von der DigiGuess bekommt. Ihr könnt einfach selber einen Dauerauftrag einrichten und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr einmalig spendet, um diese Arbeit für digitale Grundrechte möglich zu machen. Und nicht zuletzt freuen wir uns auch, wenn ihr ganz banal unseren Spendenaufruf verbreitet. Dieser Spendenaufruf ist vielleicht auch ganz lesenswert. Da erklären wir das nochmal. Was haben wir 2018 gemacht? Wie finanzieren wir uns eigentlich? Wofür haben wir unser Geld ausgegeben? Und was wollen wir in Zukunft erreichen? Danke für eure Aufmerksamkeit und vielleicht auch für eure Spenden. Und dann viel Spaß mit den Vorträgen gleich.